Oh, moin Uli, schauen wir es uns an. Prima, guck mal bitte gleich hin, ich schaue mal gerade auf die Arme. Wirken sie wirklich Richtung Pferdemaul oder war immer noch ein bisschen drin? Doch ein bisschen rückwärts, rückwärts, rückwärts. Schauen wir nochmal hin. So, schau mal. Ellenbogen rückwärts, gerade die innere Hand rückwärts. Rückwärts. Ich weiß, du willst Richtung Maul und lassen, Richtung Maul und lassen. In der Weise Verbindung aufbauen, aber neigst schon immer wieder ein bisschen dazu. Dein Köpfle ist dabei. Doch so ein Ticken rückwärts zu ziehen. Später haben wir Momente dabei, da wird es deutlich besser. Also nicht missverstehen, man sieht eindeutig, wie du wirklich reinfühlen willst in die Mundwinkel. Der Ansatz zum Maul da ist, aber wie gesagt, der Kopf dann doch die Gewohnheit so bisschen zurückziehen möchte. Schau, dass das mehr und mehr weggeht und alles Richtung Anlehnung nach vorne wirkt, aus Schub von hinten. Der klappt ja auch ganz prima nur, die Idee ist prima, du schiebst ihn rein und jetzt verlierst du dich und lässt die Mitte wieder los. Bitte guck auf dein Bauchnabel im Vergleich zur Leiste. Ein ganz, ganz verbreitetes Problem ist, so jetzt bin ich angekommen und dann verrutscht man wieder ins Altgewohnte. Man will lassen, man will nichts kaputt machen vom gerade Erreichten und genau deshalb verliert sich's. Dir schwuppst der Bauchnabel nach vorne, das hat ja gar nichts mit dick zu tun, sondern mit den Bauch vorne rausstrecken, statt die Leiste unten vorschieben, sieht man ja nachher ganz stark auch den optischen Unterschied. Naja, und dann reagiert das Pferdle zu Recht und Gott sei Dank genauso wie der Reiter. Es fällt wieder auseinander, es verliert seine Mitte und damit den Unterschub. Also wenn du mit ihm in der Parade zum Stehen kommst, erhalte es, bleib schön satt sitzen, gleiche mir die Lendenwirbelsäule aus, dass ihr beide schon wieder in diese Aufmerksamkeit seid, zum Jetzt wieder antreten. So, und jetzt gehen wir gleich nochmal zurück in diesen Übergang ins Detail. Schau mal, als er schon beginnt unterzutreten, da hebelst du dich bereits vorher ein bisschen raus und wer macht's? Dein Kopf. Der denkt sich, jetzt kommt's und dann wird man wieder verspannt, anstatt tief gefühlt. Schaltet euren Kopf aus. Der macht alles nur wieder wie gewohnt, bemüht, anstatt tief, entspannt, gelassen, körperlich intensiv. Schaut beim zweiten Mal schon gleich eine ganze Ecke besser aus, aber ich bin ja dafür da, dir zu zeigen, wo so die kleinen Schlawinereien sind, wo du ausweichst und wo dich die Gewohnheit wieder kriegt. Wieder ein bisschen zu gedacht anstatt gefühlt, denn sonst hättest du gemerkt, was wir zwei miteinander probiert haben. Was genau machen gerade die Hinterbeine? Wo ist die jeweilige Hinterhand? Und du hättest gefühlt, hinten links, da fehlt ein bisschen was und hättest das mit reingeholt. Aus dem Erschlägefühl, nicht aus dem Kopfgedanken. Antritt war wieder gut. Gleiches Thema, deshalb gleich wieder diesmal halt hinten rechts. Hast nicht gefühlt, gell? Denkt ihr Schätze bitte immer wieder dran, nichts ist weiter weg vom Pferd als der Kopf und die Schultern und. Das Erschlägel ist dran und wenn ich das sacken lasse und wirklich reinfühle, 1:1, lässt auch der Rücken lockerer, wird er tiefer, lassen die Arme lockern, die Schultern und fange ich an richtig reinzureiten. Und wird euer Pferd in der Parade dann auch nicht immer wieder eins der Hinterbeine entziehen oder entlasten. Ranholen, reinfühlen, bereits im Schritt immer wieder fühlen, welches Hinterbein fußt gerade wie intensiv ab. Der Kopf will sich immer aufs vordere Pferd konzentrieren. Das Erschle sollte aber total bei der hinteren Hälfte sein. Übrigens, wo war's Köpfle gerade in der Wendung? Es ist dem Rumpf wieder vorangegangen. Guck mal hin, schmunzel wieder ein bisschen mit. Du weißt ja schon genau, was ich meine. Da hat sich der Kopf vorgedreht, anstatt die linke Leiste in die neue Wunschrichtung, die dann den ganzen Rumpf und den Kopf gerade darüber mitnimmt. Kommen wir zu dem Kurzvideo 2, das du mir noch als Eindruck geschickt hast. Da guck doch hin, schön. Es schaut gesetzt, da schaust du, lässt schon ein bisschen los. Hast deinem Köpfle wohl gesagt, nun sei endlich mal still. Die Schultern sind lockerer, vorne in der Wendung. Sind da die Arme wieder ganz schön hochgerutscht. Schaut deutlich besser aus, auch die Tendenz zum Maul wird immer besser. Nun guck mal aufs Pferdetempo und deins auch. Da verliert sich gerne ein bisschen, siehst du's.
zu vermeintlich Gunsten eines Vorwärts, 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 die Hinterhand insofern, als man merkt, die könnte noch besser abfußen, das könnte noch intensiver sein, da könnte noch ein bisschen mehr so schwupps, schwupps vom Boden weg in die Luft gehen. Und das verläuft sich dann ein bisschen in zu sehr Laufen vorwärts. Dank deiner Neugier am Reiten an sich kann ich davon ausgehen, du hast dir das Video angeschaut, wo ich aussage, schaut mal, und dann passiert euch ein 1-2, 1-2, das Becken schwingt, die Hinterhand kommt hinterher, 1-2, anstatt beide jetzt, 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 jetzt gleichzeitig. Achte noch ein bisschen drauf, in Verbindung mit der Sensibilisierung, welches Bein fußt gerade hinter, unter mir ab. Im Ganzen, Uli, großes, großes Kompliment. Zum einen, weil man deutlich sieht, was sich schon getan hat. Und zum anderen, weil du einfach zu den Leuten gehörst, die ich so besonders schätze, weil sie wirklich fühlen, wissen, dazulernen wollen, feiner werden wollen in der eigenen Körperlichkeit, um dann auch den Körper des Pferdes wirklich noch feiner, besser unterstützen zu können. Und die nicht ausschließen, dass das Ganze definitiv bereits im Schritt anfängt. In diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße und ich freue mich drauf, wenn wir uns auch live wiedersehen. Ich denke ja allerspätestens im Oktober bei der Petra Heine wieder, wenn ich da komme, zum wieder Lehrgang geben. Ich freue mich drauf und bis dahin gerne weitere Videos und dann gucken wir miteinander rein. Ganz, ganz lieben Gruß, bis dann.